Ja, ich buddel hier auch noch. So, Und ich jetzt habe finde ich den keine Ausgang nicht Spitzhacke mehr mehr. Gehe ich aus mal dieser wieder hoch. Höhle. Den Ah, kann ich dir hier. zeigen. Einen Nee. Moment. Immer Nee. noch nicht. Okay. Nee, Ganz nee. falsch. Nee, nee, Hier lang. nee, ganz falsch. Oh, nix aus den Kisten rausgeholt. Erst Ich hab wenn volles der Hunger Kampf Games vorbei ist. Gefühl. Wegen den Blitzen. Ja, ich denke dauernd, irgendjemand wird hier gerade umgebracht, so Massenmorde. Ja. Aber der Hunger geht ab der, also der geht relativ schnell runter bis 3, aber danach bleibt der ziemlich lang da drauf. Zumindest kam mir das Ja. jetzt gerade so vor. Okay, 45 Minuten. Guck mal, schon eine Viertelstunde rum hier und wir haben irgendwie gerade mal so ein Loch gefunden hier. Yay! Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Ja, sehr gut. Welche Höhe bist du? Oh, die ist sehr winzig, aber Höhe 14. Die ist Okay. extrem klein, aber hier ist Lava drin. So, ich lasse das Na erstmal offen, gut. ne, falls wir das mit Eimern irgendwie abschöpfen wollen. Ich habe mal unsere Öfen zugebaut, damit die keiner sieht irgendwie. Nee. War nur Da, einer. du baust dich auch schon irgendwo runter, ne? Ich baue das Versteck für den Goldprinzen. Okay. Oder das Fake-Versteck, wenn ihr ein besseres habt. Also ich baue viele Fakes. Okay. Okay, nee, hier um die Lava rum war so absolut nix. Nüscht. Aber es ist eigentlich auf voll der coolen Höhe. Schade. Ich bin hier jetzt auf 11. Ich hier mal ein bisschen weiter. Ah, ich bin auch auf 11. Ich fange jetzt mal an zu strip-minen. 11 ist, glaube ich, ganz gut. Wenn man stirbt, liegen die Sachen am Spawn. Okay. Scheiße. Das heißt, einer hat jetzt, weil ihm das ja Ja, Henning. aufgefallen ist ihm jetzt wohl alles gerade ins Inventar gefallen. Nein, das war ja der, der gestorben ist, oder nicht? Ist das nicht Sönke gestorben? Ja, genau. Ja, Henning ist gestorben. Das ist aber auch blöd. Also, dann hat es ja gar keinen Ja gut, Verlust, jetzt wenn man wissen es stirbt, dann immerhin kann man alle. seine eigenen Sachen gleich wieder einsammeln. Da müsste Ja. irgendjemand, wenn man jemanden umbringt, müsste der andere aus Ja, dem aber Team Moment, aber das schon. stimmt nicht, weil ich bin ja auch gestorben. Ich habe ja nichts Ja. aufgehoben. Ja, aber warst du direkt am Spawn? Ja, wenn ich doch da. Ich spawn doch Ja, nein, da, ich das ist meine, ja. weil ich meine, am Anfang waren ja ziemlich viele am Spawn und da hätte es ja sein können, dass irgendjemand vielleicht gerade näher an deinen Items stand oder die irgendwie vor dir aufgesammelt hat. Weißt du? Ja, genau. Ach so, das ist zu gut. Cool, du hast die Öfen zugewandt. Jetzt komme ich nicht mehr an die Öfen dran. Hast du keine Nee, Spitzhacke ich mehr? mache mir schnell eine. Ich habe gerade vergessen, dass Okay. der Ding außerhalb steht. Ich dachte gerade schon. So ein berufssicher selbst für mich. Hey, aber wenn wir eine Kiste haben, die wir gut verstecken wollen, also wo wir zum Beispiel Eisen und sowas reintun können, die können wir ja Ich assi habe verbauen. eine Schlucht gefunden. Hier können wir auch Oh, krass unsere Sachen nice. verstecken. Also unsere Goldblöcke. Aber das stimmt, das geht natürlich auch. Okay. Guck ich da mal ein bisschen Erde rein. Rennen die gerade alle noch? Ich nehme mal Eisen kurz und mache einen Eimer. Ja. Wo, in welches Ding bist du runtergegangen? Das beim Crafting Table oder den einzelnen Gang zur Schlucht? Den einzelnen Gang Okay. und dann nach rechts irgendwann. Also noch nicht rechts Du runtergebaut, hast erst als zugebaut, ich achso, du ganz hast hier mit unten dem war. Kobbel zugebaut. Das meinte Chris, dass wenn die runter. Oder wer hat das nochmal gesagt? Irgendwie, dass man die Öfen immer zubauen soll, dass die nicht Wenn leuchten, man ja, das also Feuer nicht ich hab sieht. das ich hab's einfach zugebaut, damit ich das nicht sehen werde. Ach, du Das mal weißt du zweimal doch. Wasser immer Reingucken. Und ich baue den Weg nach oben, also womit dann später wieder nach oben kommt, so, dass du an dem Goldblock vorbeigehst, dass du den nicht siehst. Pass auf. Gold. Oh. Hat jemand von euch. Habe ich dir nicht ein Steinschwert gegeben? Ich hab keins. Nee, hab ich nicht. Ich Dann glaube, ich musst du habe es ein da noch Steinschwert. haben. Hat jemand von euch eine Eisenspitzhacke? Weil hier ist Gold und das könnten wir abbauen für einen Ich habe goldenen eine. Apple. Ach, stimmt. Goldene Äpfel Tja, gibt's ist ja auch hier noch. ganz praktisch. Du hast hier wahrscheinlich eh schon genau Und durchgeguckt, wir schätze ich. sollten auch noch unbedingt verzaubern. Finde ich witzig, dass Meine es in der Zauberer. Schlucht blitzt. Durch die Erde durch.
Okay. Okay, aber hier ist nichts Besonderes. Hier kann man halt gut den Goldblock verstecken, aber sonst ist hier eigentlich Ja, nichts. die ist ziemlich klein. Ah, Henning hatte den Schatz im Inventar. Ja. Das hab ich. Ich weiß, knifflig. Ja. Da müssen wir mal gucken, ob das nachher noch Probleme macht. Wahrscheinlich dann die ganze Zeit so: Halt, Leute, stopp, wir müssen erstmal unseren Goldblock wiederholen. Die sind alle weg. Das ist natürlich blöd, wenn man im Inventar hat und stirbt. Das ja, und das passiert Ja. ja auch später nicht nochmal. Ja, doch, Nee, kann ja eigentlich sein, nicht. dass wenn die Leute den Goldblock klauen und du rennst den hinterher und willst sie umbringen und dann ist dein Goldblock futsch. Das wäre doof. So, den Ja, das offiziellen Ausgang, den baue ich natürlich wieder zu. Den kann ich ja zu. Also, wir haben ja das einmal. ist. Ich habe hier noch einen Lavasee gefunden. So. Machen wir mal auf den Einen Weg und suchen ein relativ bisschen großen. Wasser. Oh, wir haben 21 Minuten rum. Wir sollten die Folge beenden. Hatten wir Ah, nicht machen später wir so gesamt? eine Cuts? Ach Aber ich hätte so, ihr lieber macht das einfach so. das Ganze Okay, ihr gecuttet. Wir cuttet machen das. Ja, so. okay, dann richte ich mich da nach euch. Weil ich Okay. habe sonst immer 20 Minuten Folgen gemacht. Hä? Mal, ob ich hier noch irgendwo Diamanten finde. Weil das wäre ja ganz cool, ne? So. Ja, dann grabe ich mich mal wieder an der Stelle runter, wo ich war. Unsichtbarkeitstrank wäre der Hammer gewesen, hätte ich jetzt Ich nicht habe drauf. Diamanten gefunden. Hä, hat den Ich habe nicht aber hier? keine Eisenpickaxe. Ich habe auch So, keine. ich habe eine. Ich habe noch mehr Diamanten gefunden. Unser Höhlenengel ist so gut versteckt, ich finde ihn nicht. Ne? Okay, also ich warte hier mal kurz auf dich, Daniel. So, ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Du weißt ja, wo ich mich runtergebaut habe, ne? Ja, jetzt gibt es nur einen Gang. Genau, und dann einfach nach rechts. Ganz Oh, hier unten sind nach Zombies. rechts. Ja, ich muss eben mein unendliches Wasserbecken auffüllen. Ja, ich habe leider kein Schwert. Ich verteidige mich mal mit der So, Spitzhacke. ich kann dir mal das eine Schwert runterholen, weil ich glaube, ich hatte eins gemacht und entweder Dalu hat es oder ich habe es in die Kiste gesteckt. Also ich gehe jetzt gerade den ganzen Gang runter. Okay. Ja, und dann einfach nach rechts irgendwann ab. Da müsstest du mich auch schon sehen. Also ich habe zwei Diamantquellen auf jeden Fall gefunden. Schon alles gecheckt, dass da keine Lava ist. Hier ist Lava. Aber dahinter auf jeden Fall nicht, weil das ist in der Höhle. Einmal da hinten sind Diamanten und hier links. Ist das eine größere Höhle? Soll ich mal zu dir kommen, dass wir da Ja, das ist eine eventuell. größere. Okay, dann komme ich mal zu euch, weil Aber hier liegen Dias drunter. So. ich grab mich hier gerade so in so 1x1 Blöcken. Ist jetzt nicht so abenteuerlich bei mir. Ach, Dalu, hattest du das Schwert? Ja, warte. Kannst du mir das einmal herschmeißen? Dankeschön. So. Ich denke immer, dass das Eisen ist und das ist nur scheiß Hier, Redstone. Dias. Vier Stück und Redstone. ja, weiter vorne war noch eine Dia-Quelle. Ah, okay, ich sehe euch. Okay, wir haben jetzt, wenn ich mich nicht verzähle, 9 Dias, ja. 9 Stück, das ist geil. Nett. Ich grab mich Sehr mal gut. rüber zu dem Eisen da drüben. Ja, hier muss man halt aufpassen, dass man da nicht reinfällt, das wäre Schaut doof. auf jeden Fall, dass ihr, so blöd es klingt, Redstone und Kohle abbaut. Ja, für Okay. Erfahrungspunkte. Aber Level. ich würde das halt eher recht gegen Ende machen, wenn wir auch verzaubern, weil wenn wir jetzt irgendwie dann. Ja, aber wir sollten auf jeden Fall in der Safe sein, also am Ja, Anfang schon. verzaubern, weil da ist in der Mitte nicht so viel los. Ja. Ja, hoffentlich, ne? Außer wir fangen dann wieder an, da zu campen oder sowas. Okay. Ah, da drüben ist noch. Ich habe halt gerade keine Eisenspitzhacke. Ich mache mir jetzt mal vielleicht Nee, eine ich Waffe, auch als ob nicht, wir. leider. Ja, dann kommt mal schön Jetzt nach haben wir oben. inzwischen doch schon eine ganz schöne Stange Eisen. Wir Hilfe, müssen oh auf jeden Gott. Fall sehen, dass wir am besten eine ganze Eisenrüstung jeder bekommen. Und ein Ist das Dia-Schwert Cobblestone? haben Hat wir es da von jetzt euch jemand auch. zugebaut oder ist dann. Nee, also ich Doch, habe das das nicht habe ich gebaut. zugebaut, damit die Ja, Dias da ja. nicht reinfallen. Ja, ich dachte Achso. nur, es wäre vielleicht irgendwie ein Ich Spawner oder überlege sowas. gerade, ob wir haben jetzt 9 Dias, aber wollen wir uns wirklich Dia-Schwerter machen oder machen wir das so, wie wir das letzte Mal gemacht haben, da, wo wir uns die Eisenschwerter verzaubert haben und Na, die dann ich glaube hochgepusht. nicht, dass wir so viel verzaubern können. Also die Rüstung komplett einmal auf Schutz erstmal. Ja. Und sobald wir einmal gestorben sind, kriegen wir unsere Rüstung ja nicht mehr verzaubert. Also ein Dia-Schwert ist halt eine Ja. sichere Sache, ne?
Ja, aber ich meine jetzt, wenn wir zum Beispiel zwei Eisenschwerter mit Sharpness 1 jeweils haben, dann können wir die ja im Amboss zusammenpacken und haben dann Sharpness 2. Ja, okay, dann wir können ein Diaschwert pushen und ansonsten nur Eisenschwerter. Also ein gutes Diaschwert und Rest Eisen oder so. Ja, dann machen wir zwei Diaschwerter erstmal nur. Dann können wir noch ein Dia-Rüstungsteil machen. Ein Helm oder so. Tjo, mal wieder einmal rumgegraben und nix bei rausgekommen. Ja, ich buddel ja auch noch. So, und ich finde den Ausgang nicht mehr aus dieser Höhle. Den kann ich dir zeigen, einen Moment. Nee. Nee. Nicht. Okay. Nee. Ganz nee. Falsch. Nee, ganz falsch. Ah, okay. Genau. Ja, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Genau. So offensichtlich. Auch, oder ist ein. Mit diesem Leuchtschild. Oder war ein Creeper, pass auf. Ich hab ein Steinschwert. Achso, du hast auch inzwischen eins. Ja, hinten, ne? Hinter dir irgendwo muss einer so sein. In der Schlucht stand einer auf jeden Fall. Okay. Bin ich wohl aus Versehen dran. Geht euch mal den schönen Gang gleich rein, wenn ihr wieder in da zurück seid. Ja, machen wir mal. Huch. Achso. Das sah gerade irgendwie aus, als wärst du in so ein Loch reingefallen. Nee, zum Glück nicht. Okay. Kohle kann da rein. Oder so auch nicht. Ich kann ach so, das ist Feuerstein. Pff, schlau. So. Okay. Ist hier irgendwas drin, okay, in der Kiste? Hier ein Schaden. Neun Tiers und Eisen, ja. Okay, warte, dann packe ich mal. Ach so, hast du hier irgendwo Eisen reingetan? Dann tue ich meins mal dazu. Ja. Wo sollst du rein? In welchen? Da, direkt hinter der, da wo die Workbench steht, geht's eine Treppe runter. Mach ich. Okay, mit Wasser. Da siehst du so ganz lange Wassergänge. Oh ja. Da denkst du, dass richtig, da hinten der Goldblock ist. Ja, vor allem, weil du da auch erstmal durchschwimmen musst. Das ist richtig schön nervig. Also durch dieses Wasser, da bist du ja nicht schnell. Ja, stimmt, das ist echt gut. Oh. Zeit. Ja, sieht schon ganz gut cool aus. Hat was. Ja. Hat viel. Wir können auf jeden Fall auch unseren einen Goldblock wollten wir da oben stellen. Und den anderen dann in die Schlucht irgendwo einpacken. Weil das, glaube ich, auch relativ schwer, den da zu finden. Ha? Ach so, du. Ach ja, stimmt. Klar, wir können die ja aufteilen. Habe ich schon wieder vergessen. Ihr wart ja die Einzigen, die das in der letzten Staffel überhaupt gemacht haben. Ja, stimmt, waren wir echt. Ja, das war nicht so klar, dass man die aufteilen darf und dann haben die alle einfach nur nebeneinander gestellt. Ach, ich wollte mir eine Spitze kaufen. Hab ich jetzt auch vergessen. Ich bin runtergerannt, hab einen Stein abgebaut und dann ist meine Spitzhacke zerbrochen. Ja, was ist? Soll ich mal komplett Rüstung? Ich habe ein bisschen Fleisch gebraten. Ich mach mal Rüstung. Also Rüstung bauen wir jetzt erstmal, ne? Also wir können nämlich schon zwei Stück voll machen. Ja. Ja. Ach Gott, da weiß ich hier, wo alles ist. Ich habe übrigens auch ein Buch in der Kiste gefunden, dann könnten wir auch ein Buch zaubern und gucken, was. Ach, dass wir sicher irgendwas rausbekommen, stimmt. Ja. Wäre ganz gut. Moment, jetzt habe ich ja meine Soulbound Rüstung. Kann ich eigentlich wegschmeißen. Ja, außer du gibst mir, wenn du nur zwei vollständige hast, dann kannst du sie erstmal uns geben, weil wir haben beide keine Rüstung. Aber Soulbound ist ja weg dann. Ich kann die aber recht wegschmeißen, ich krieg die wieder, wenn ich sterbe. Stimmt. Ja, die kriegst du immer wieder, wenn du stirbst. Und könnte man sich jetzt absichtlich umbringen, um an Rüstung zu kommen, wenn man jetzt... Mittlerweile, ja, du kannst ja irgendwo runterfallen oder in Lava schwimmen. So aus Versehen jetzt in die Lava reinfallen. Aber Sachen alle vorher wecken. Ich habe jetzt noch fünf Eisen mal übergehalten, bis wir wieder was Neues haben. Ich habe einem hier noch eine komplette Rüstung, kann ich. Also fast komplette Rüstung. Ich würde die gerne nehmen. Also ich habe jetzt in die Kiste. Außer natürlich meine Krone, aber sonst. Ja, ich habe auch noch nichts. Habt ihr denn noch Eisen parat? Ach, du warst hier. Momentan. Nee, das haben wir alles in die Kiste reingetan. Also wenn es was gibt, dann ist das in den Kisten drin. Ja, dann sind immer noch in der Mitte, ne? Echt? Ja. Wenn die suchen, die dann wahrscheinlich die Kiste. Ja, stimmt, kann sein. Oder die verzaubern halt. Soll ich ein Dia-Schwert annehmen und ihr die Eisenschwerter? Ja, ich meine, einer von euch kann jetzt auch. Oder man könnte jetzt so eine Zwischenoffensive machen und einfach mal Hose und Lissy so ein bisschen überraschen. Mit so einem Dia-Schwert dann überfallen und erstmal. Ja, aber die enchanten ja gerade. Also, du gehst ja mal davon aus, dass die gerade am Enchanten sind. Ja, es könnte ja auch sein, dass sie nach. Ich weiß ja nicht, was sie machen. Vielleicht suchen sie auch noch nach Kisten, aber Enchanten ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja.
Ich mach jetzt mal diesen Lavasee weg, weil wir haben genug Lava. Upsi. Ah, Lava können wir auch für die Kämpfe noch gebrauchen, ne? Ja, ein Lava-Eimer immer. Ja. Und jeder Wasser auch. Lava-Eimer. Ach, ist das Eisen? Oh, knapp. So, okay. Gott, ist das finster hier. Ich könnte mir mal ein paar Fackeln machen.